Nach den Trennungsgerüchten um Laura Maria Riper meldet sich Pietro Lombardi nun endlich mit einem langen Statement zurück. Dass Pietro Lombardi und Laura Maria Riper zuletzt nicht getrennt gewesen sein sollen, hat die Influencerin bereits vor ein paar Tagen bereits bestätigt. Was genau jedoch passiert ist, dass Laura Maria nicht nur Pietro Lombardi, sondern auch dessen Ex Sarah Engels entfolgt ist, wird erst einmal ihr Geheimnis bleiben. Einer, der sich in den vergangenen Wochen auffällig im Hintergrund gehalten hat, ist Sänger und DSDS-Juror Pietro Lombardi. Mit einem ausführlichen Statement meldet er sich jetzt bei seinen Fans zurück und verrät, warum er sich in Zukunft authentischer zeigen möchte und warum er in den letzten Wochen so still war. Pietro Lombardi: Ich war die letzten Jahre nicht mehr so authentisch. In seiner Instagram-Story meldet sich Pietro Lombardi mit einem Bild von Laura Maria und ihm beim Weihnachtsshopping zurück. Unter das Bild fügt er ein ausführliches Statement ein, in dem er direkt darauf eingeht, was er die letzten Wochen genau getrieben hat. Ich habe mich in den letzten Wochen sehr viel um unser neues Haus gekümmert. Der 31-Jährige betont jedoch, dass ihm die zwangsläufige Social-Media-Pause sehr gut getan hätte. Nachdem Pietro Lombardi einen ersten Ausblick auf das kommende Jahr gibt, mit neuen Instagram-Formaten, die er plant und neuen Shows, über die er noch nicht sprechen darf, zeigt der Sänger auch seine reflektierte Seite. Ich war die letzten Jahre nicht mehr so authentisch hier auf Insta, und auch dafür habe ich diese kleine Pause genutzt. Am Ende bin ich kein Gangster, sondern ein ganz normaler, einfacher Mann, schreibt Pietro zum Schluss seines Postings. Laura Maria Riper: So kam es zu den Trennungsgerüchten um Pietro Lombardi. Die vermeintliche Krise zwischen Laura Maria und Pietro Lombardi entstand nicht nur deshalb, weil die Influencerin Pietro Lombardi und Sarah Engels entfolgt war, sondern auch ein kryptisches Posting veröffentlichte, das auf eine schwerwiegende Krise hinwies. Eine Sache möchte ich vorab klarstellen, bevor wieder spekuliert wird. Wem ich entfolge, ist allein meine Entscheidung. Ich werde dieses Thema auch nicht groß machen. Allerdings hat alles einen Grund und ich muss niemandem folgen, der Unruhe stiftet. Nur wenige Tage darauf relativierte Laura Maria Riper die Trennungsgerüchte um ihren Verlobten Pietro Lombardi und erklärte die Situation folgendermaßen: Wir waren nie getrennt. Es gibt Dinge, die nicht gleich mit unserer Beziehung zu tun haben. Trotzdem stehe ich zu meiner Meinung und meinen Postings. Es haben sich so viele Sachen bei mir gesammelt und dann ist das Fass übergelaufen, so die 27-Jährige.